Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Ich habe mich schon ein bisschen weiter begeben und mich hier in die Nähe eines Außenposten bzw. dieses Signalfeuers gewagt, um da mal ein bisschen Zeit ersparen zu haben. Und das gerade mal unserem Berglöwen hier schön austeilen. Sehr schön hast du das gemacht, Kleiner. Ich konnte noch nicht auf die Namensvorschläge eingehen, weil ich ja öfter mal eine kleine Session direkt aufnehme. Aber schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Gut, den einfach vorher im Pfeil verpasst. Da habe ich die Aufnahme vor dem Kampf direkt gestartet, aber ich wollte uns halt die ganze Latscherei mal ein bisschen ersparen, weil da haben wir jetzt ja reichlich gesehen. Der Höhlenlöwe, wie wir jetzt wissen, ist nicht so stark wie der schwarze Jaguar, der seltene schwarze Jaguar, den wir ebenfalls gezähmt haben. So, und hier wollen wir jetzt mal schauen. Ah, da leben noch ein paar. Hier ist nämlich der Außenposten, der auf dem Weg liegt zu dem Krieger, unser Dorf akquirieren wollen. Der Schleuderer. Mit meinem gewieften Treffer vielleicht? Ja, bewegt er den Kopf. Zack, die Maske vom Schädel geballert auf jeden Fall. Und nochmal einer zwischen die Augen. Wunderbar. Entzünde das Leuchtfeuer, um es für die Vinja zu erobern. Und den haben wir richtig einen abgezeppelt hier. War ein schöner Angriff. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal druckt es man auch ganz komisch rum, wie so ein komischer Vogel. Aber hey... Shit happens, sagt man ja so schön. So, und jetzt müssen wir hier... Ah, Moment. Ah ja, diese Teile, die Steinsplitter, will ich natürlich auch noch ausprobieren, ganz klar. Aber muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, ehrlich gesagt. Habe ich zwischen den Folgen auch mich nicht mit beschäftigt oder so. Brüllende Felle, Leuchtfeuer. Du hältst 400 XP. Na, da sage ich doch nicht nein, ne? Haben wir ein neues Leuchtfeuer. So, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wo wir eigentlich hin wollen. Und zwar hier vorne. Ihr erinnert euch, ja, Höhlenlöwen haben wir in der letzten Folge akquiriert. Außerdem haben wir diesen alten Handwerker, den Voga, auf unsere Seite gezogen. Vor ein paar Folgen auch hier die Jägerin organisiert. Und wir entdecken immer mehr von dieser Welt. Und man sieht aber, die ist nicht gerade klein. Also, wir werden hier noch einiges vor uns haben in unseren Abenteuern in Far Cry. So, und jetzt haben wir drei neue Dorfbewohner. Das ist natürlich auch recht praktisch. Rotblatt haben wir wahrscheinlich eh schon voll. Ich frage mich, warum ich das überhaupt noch nehme. Aber eine Fähigkeit haben wir dazu gewonnen. Und da könnte ich auch mal gerne einen Blick drauf werfen. Denn da haben wir immerhin zwei Fähigkeiten. Pflanzenentdeckung brauchen wir nicht wirklich gerade. Ja, holzige Steine, Dorf werden auf deiner Minikarte angezeigt. Auch eher nicht unbedingt nötig. Ausruhzeit für die Eule. Hier, das hätte ich ja gerne. Ist aber gesperrt. Zähme 5 Bestien. Noch eine übrig. Geil, dann können wir die zähmen. Das ist ja richtig cool. An 8 Bestien. Ja, geil, oder? Dann können wir das auch freischalten. Was haben wir denn hier eigentlich? Nahrungsbooster. Ah, das ist ja echt uninteressant. Und hier in den Jagdfähigkeiten. Gegnermarkierung. Halte beim Zielen L2 gedrückt, um Gegner zu markieren. Funktional bei Keulen, Bögen und Speeren. Markierungen sind permanent. Finde ich auch nicht verkehrt. Pfeile herstellen, stell 2... oh, das ist natürlich äußerst praktisch. Na gut, das nehme ich. Ah, das kann ich noch nicht nehmen. Muss ich erstmal hier was skillen. Na gut, dann mache ich das hier. Die Gegnermarkierung. Und das muss ich hier jetzt wahrscheinlich auch skillen. Dann müssen wir erst erlernen. Erst die vorherige Fähigkeit. Ah, ist natürlich ein bisschen Verschwendung. Aber ganz ehrlich, mit dem Hartholz sparen, dass man da 2 Pfeile herstellen kann, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Das sollte man im Auge behalten. Die Pfeile natürlich nicht unbedingt im Auge. So, ah, jetzt muss ich mir das nochmal neu markieren natürlich. Was haben wir noch im Handwerk? Ich erinnere mich natürlich hier das Ding. Die Steinsplitter konnten wir jetzt bauen. Durchdringt die Masken der meisten Gegner. Geworfen werden, um zu verletzen. Kopftreffer sind tödlich. So, und jetzt kann ich das Ding hier irgendwie rumwerfen. Okay, also nur mal um es zu zeigen. So sehen die aus. Ich dachte, man könnte damit auch zustechen. Das wäre natürlich äußerst praktisch gewesen. Wie geht es denn nur so klein hier? Ach, Mensch. Bin ich schon wieder hier in den Kartenbrassel. So, jetzt mache ich mir erstmal hier eine Markierung. Da geht's hin. Da wollen wir rüberlatschen. Oh, verbrenne ich mich erstmal zur Begrüßung wieder. Hallo, ist hier jemand? Hier geht's tief runter. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, nicht? Ist hier vielleicht eine Belohnung für verrückte Spieler wie mich? Die es wirklich so darunter wagen. Bisschen Parcourslauf und so, Freeclimb. Oh, das hat er eigentlich recht gut überlebt, oder? Wir haben nur einen Lebensbalken verloren und der Höhlenlöwe, der schafft das schon. Die kennen sich ja aus in so Gebirgslandschaften, Höhlen und Pipapo. So, ich heile mich trotzdem mal, weil wir haben eigentlich genügend Snacks am Start. Dem will ich mich jetzt gar nicht widmen, sondern ich will eigentlich direkt weiter vordringen zum Krieger. Oder greift mich da irgendwas an, oder?
Ja, das war nicht so clever, mein kleines Wolfi. Jetzt brennt er da rennend weg vor allem. Durchgebrannt. Ja, hier kann man so runterlaufen. Ja, ich muss hier ein bisschen den Weg zurücklegen. Was haben wir denn da vorne? Sind das Oros? Von diesen Blut-Oros-Steine? Oh, wir könnten auch ein bisschen Holz mitgehen lassen. Ja, Mann, das sind die Dinger. Nee, das ist Nordschwarzstein. 3 Stück. Mhm. Hat man den schon mal gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Naja, vertreibt hier die anderen Kreaturen, die sich in unsere Nähe begeben wollen. So, hier nehme ich auch das Holz mit gerade noch schnell. Und da gerät man doch ins Sinieren. Dann haben wir endlich diese ganzen Meister in unserem Dorf. Und wo ist er jetzt? Oh, was macht er denn da auf dem Boden? Warpati, Heishheim Guanta, Baika. Okay, er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Speeren und Keulen aus. Und dann hätte das auch geklappt mit so einem Takedown, wenn man einfach mal vor den Gegner läuft. Und dann kann man den dann richtig umnatzen. Finde ich super. Udam Shanti, Winja Yaudarsh, Kusakui Haita. Hilf dem Winja-Krieger. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass der sich uns anschließt. Ist er das jetzt eigentlich gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sollen wir den Winja... Ne, der ist im Fight mit dem Winja-Krieger. Das scheint nur so ein Harry zu sein, der da mitmacht. So, und jetzt geht's ab. Karush ist da stark unter Mitleidenschaft verloren. Mach doch hier mal, hier, Attacke. Links vor 3-4. Zack, hier, den mach ich mir auch, den merke ich mir jetzt. Den muss ich mir auch anlesen hier. Schön. Da kommen doch noch mehr, oder? Tawinja Mukarush Brashtar Hazmas. Udam Warwanam Mog Mog me fakwi hinacha. No mi sushnu. Mag mi sushnu huguan. Mag guan mas. Shrash. Imbrashtar. Una chubar. Dushma. Dagwa mas. Dushma. Mag Schwada Sim Guan As. Leichenverbrennung auf dem Pfad des Kriegers. Wirft die Udam-Leichen in das Lagerfeuer. Achso, da muss ich mich beeilen scheinbar für. Okay. Jetzt kann ich die so bewegen. Alles klar. Ja, werf den noch hin. Also, okay, muss ich ganz nah dran. Das muss ich natürlich jetzt mal trainieren. Ich bin noch kein Profi da drin. So, der hat direkt seins aufbekommen. Dann können wir die Leiche von ihm noch direkt mitnehmen. Wo ist er? Hallo, da liegt er doch. Komm mit. Wir durchsuchen ihn gar nicht. Das ist nicht so wichtig, wie dass wir die Mission erfüllen. So, komm schon, Körper ablegen. Das muss doch funktionieren. So, 2 verbrannte Leichen haben wir jetzt schon mal im Kasten. Kommt der nächste, der auch gegrillt werden will. Bams! Kopftreffer, schön aufs Gelatze. Das sind aber noch nicht alle, oder? Oh, jetzt habe ich ihn durchsucht. Ich will ihn aber natürlich nehmen. So, und mit dem muss er jetzt mal fertig werden, der Karush. Oder wie er heißt, der gute Herr hier neben uns. So, töte die Udam-Krieger. So, wo sind sie denn, die Kerle? Von da oben kommen sie mit Bögen. Da habe ich ihm was entgegenzusetzen. Oh, direkt getötet. Geil. Der war aber schön, der Treffer. Der war fast wie bei Robin Hood. Da ist noch einer mit einer Schleuder. Kann ich mal. Oh, das war ein Hodentreffer. Habt ihr gesehen? Ziemlich tödlicher.
Oh, verfehlt, fuck. Ah, da kommt Hundi, beziehungsweise Löwi. Und den haben wir auch noch. Sehr schön. Läuft doch, wir haben Schnürchen hier. So, ihm können wir ein bisschen was zu snacken geben gerade. Gemetzel des Kriegers. Oh, das Mammut, das können wir auch mal eben häuten, wenn es gerade hier liegt. Mal eben für zwischendurch. Da kommen noch weitere. Da hinten ist auch noch einer. Komm, den kriegst du rein. So. Okay, den holen wir uns. Erstmal dem Löwen wieder was zu fratzen geben. Und da hinten sehen wir, da sind noch weitere Gegner. Wir müssen uns weiterhin bewähren auf dem Wege des Krieges. Zack. Okay, langsam kriege ich es hin. Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Da hinten. Patsch. Oh, ein schöner Kopftreffer. Oh, der Kirush hat die ganz schön in Mitleidenschaft gezogen gerade. Kann ich ihm irgendwie helfen? Ihm retten? Oh, das war's. Haben wir Glück gehabt. Winjara, Nartar, Lajarsh. Su. Winjayauda Dachaya. Kumbauda. Brashtar. Der Treffsichere, dass sowas jemand jemals wer zu mir sagt, also das hätte ich auch hier nicht geglaubt, ne? Also Bruder Not abgeschlossen. Und jetzt sacken wir erstmal hier fleißigst die Beute ein, die wir gemacht haben. Das war natürlich nicht unbedingt die schlechteste Aktion. Und jetzt haben wir diese ganzen Experten auf unserer Seite. Das heißt, wir haben auch einen ganz guten Spielfortschritt hier rein manövriert. Und jetzt will ich erstmal was machen. Wir wechseln jetzt nämlich hier mal unser kleines Tierchen aus und nehmen mal wieder unseren guten Freund Amaika. So. Cool sieht das aus mit dem Mammut hier. Haben wir noch Mammut-Haut frei Haus bekommen? Hier liegt auch noch ein bisschen Schiefer. Und eine Ton. Ja, gehört doch zum guten Ton. Nicht zum schiefen Ton. So, jetzt werden wir einen Blick auf die Karte. Da haben wir ein bisschen neue Sachen am Start. Und wir könnten eigentlich mal eine Schnellreise in unser Dorf wagen. Das wäre nicht schlecht. Und zack, da sind wir auch schon. Und jetzt können wir ja fleißig natürlich aufmöblieren, wenn wir denn wollen. Ich guck mal, was da los ist. Oh, da müssen wir auch noch einiges versammeln. Dachsfell. Bevölkerung muss auch noch wachsen, Schiefer. Aber dann hätten wir das Höhen-Upgrade. Das weitere. Wäre also auch nicht jetzt so schlecht. Hier können wir eine weitere Mission absolvieren da hinten. Aber können wir mal checken, was mit der Hütte hier geht. Weil wir brauchen Schiefer, Schilf, Mammuthaut und vor allem mehr Bevölkerung. Die muss erstmal wachsen. Smarka Katakar. Ja, wie geht's denn? Manu tushis nar. Ya salwa winja waicha sudaha. Sawaida. Na, freut mich aber sehr hier. Vielleicht kann er uns ein bisschen was erzählen. Mama Fadi. Okay, und das hier ist die Jägerin. Die hat natürlich auch eine Mission für uns. Wir haben jetzt natürlich reichhaltig Missionen hier parat. Dadurch, dass die neuen Leute hier zugezogen sind und waren ja auch länger nicht im Dorf. Hier ist der Krieger, den wir gerettet haben. Vielleicht sprechen wir mit ihm. Palhu su winjata. Marsh malshta. Narshbal. Karush takar kwawai. Midam cha chadam sham. Winja udam guanda chayam. Ha? Ha? Finde ich eine super Idee, mein Lieber. Kann er gerne machen. Okay, wir sollen jetzt scheinbar erstmal mit allen quaken ein bisschen. Dann reden wir auch nochmal mit der Jägerin. Die haben ja auch schon länger nicht geplaudert. Die haben uns ja mal falsch in die Eier geballert. Tasakwa mama fpadi. Tutacha salkam. Nuhakam. Kau hawaida. Tuta santa haska wantaris daicha. Ist ein bisschen arrogant, ne? Ein bisschen eine leicht arrogante Schnepfe. Aber jetzt sind die besten Zeiten schon hinter sich. Wobei die besten Zeiten ja auch nicht lange sind, denn so alt wurden die Leute in der Steinzeit nicht. Der ist mir auch ein bisschen kurios, ist der Typ hier.
Hallo? Guck mal, was ich umdreht. Nee, macht er nicht. Ta frashtaf, my guy. Winja qualfa, tachis la taticham, winja baldaha. Ma damsi dausa, samshar ma dus damsha. Er will also eine Hütte haben. Was würde uns das denn kosten? Jetzt können wir uns sogar gerade leisten. Gut, dass wir uns die Felle da auch stellenweise aufgehoben haben. Ja, finde ich toll. Handwerksfähigkeiten haben wir jetzt. Neue herstellbare Taschen und Gürtel im Handwerksmenü. Falle, Wurfgeschoss und Tobsuchtssplitter. 1500 XP haben wir auch bekommen. Die Winger sind in ganz Oros verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke, ja klar, wähle Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen. Kriegen wir auch zwischendurch immer angezeigt. Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen und Handwerksrezepte freizuschalten. Wissen wir ja auch bereits alles. Das ist jetzt keine Neuheit. Mal gucken, was er jetzt noch zu reden hat. Smiga! Baldamchi tatista. Nuta bals nagu taticha. Aida shanchi. U apakwam. U kwarkwar shwaldata darfa takwa. Aida. Shwaldam darfam kwa. U gach nagu. U aida ta. Su nagu. Barju ya. Schwelda! Oh! Faran Parkon! Uraf Nagut Bauga! Ka Faran Parkon Schwelda! Su! Nawa Quarvi Taticham! Na Quarvi Baluga Snaguay! Der gute Woga. Weiß nicht. Der ist mir, glaube ich, noch nicht so richtig gewogen. So, wollen wir nochmal hier einen kleinen Abstieg auch rüber zu unserem schamanischen Freund machen. Wollen wir auch mal besuchen. Was der so treibt aktuell. Der ist ja auch ein bisschen kurios. Also, eigentlich sind sie alle strange. Hier gibt es keinen, der nicht völlig überzeichnet ist. Oh, ja, der braucht mehr Bevölkerung. Da kann man noch nicht viel machen. Könnte man in das Zelt reingehen? Oh, vielleicht hat er dann sogar eine Mission für uns oder sowas. Das könnte ja theoretisch sogar sein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die jetzt schon starten will. Oh, mit dem Krieger können wir da auch noch die Hütte ausbauen. Von der Jägerin natürlich auch. Und jetzt gehe ich aber ganz kurz erstmal, bevor ich es vergesse, denn das haben wir ja alles jetzt geklärt, ins Handwerksmenü. Keulengürtel, Ziegenfell, eine Tasche. Boah, das ist natürlich super. Das ist wirklich super. Wogas Hütte und der Jägergürtel. Ah, guck mal hier, Wolfsplittergürtel können wir auch machen. Sehr geil. Also langsam aber sicher. Blut von Oros, Tobsuchtsplitter können wir damit bauen. Ach, wunderbar. Wir kommen doch richtig zu Potte hier. Ja, ich würde sagen, dann machen wir diese Folge mal ein bisschen kürzer. Die letzte war auch wieder was länger und so. Ja, und haben hier doch einiges erlebt. Könnte mit ihr auch nochmal, also wir könnten jetzt hier schön fleißig ausbauen, aber ich glaube, in der nächsten Folge rede ich dann mit unserem alten schamanischen Homie und dann gucken wir mal, was der so für uns vorbereitet hat. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin. Ach ja, das Dorf wächst und gedeiht. Jetzt ist auch der gute Kriegersherr an unserer Seite, der Karusch oder Karusch oder wie er auch immer heißt. Auf jeden Fall auch ein sehr überzeichneter Zeitgenosse wie alle Charaktere hier. Ja, außerdem freue ich mich natürlich auf die nächste Folge, wenn wir dann noch ein bisschen hier im Dorf alles aufmöblieren können. Und ich hoffe, dann hat der gute Herr Schamane auch noch eine Mission für uns. Da freue ich mich natürlich ebenfalls drauf. Hier gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun in der Welt von Far Cry Prime. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser etwas kürzeren Folge und bis dahin.